Und schon wieder zurück bei Pathfinder Kingmaker. Wir stehen immer noch vor dem geschlossenen Tor, leider. Das heißt, ich habe nochmal die Gelegenheit, mich hier unten ein bisschen umzugucken. Das ist da noch eine Kiste, die in meinen Augenschein geraten ist, die ich natürlich gerne mitnehmen würde. Und dann schauen wir mal, wie wir letztlich die Tür dann aufbekommen. Das ist die andere Frage. Also hier unten lagen ja nur noch die letzten Opfer rum. Im Kampf gegen die komischen Kultisten, die in meinen Augen wirklich absolut keine... Ach, guck mal, er hat auch einen Wolfsgefährten mit dabei. Die in meinen Augen überhaupt keine Option waren, um sie als Gefährten irgendwie in Betracht zu ziehen. Sie hatten Geschicklichkeitsschaden permanent, aber warum? Ich glaube, ich könnte jetzt hier oben nochmal ausruhen, theoretisch. Könnte ich auch nochmal machen, wenn ich hier gerade mein Lager aufstellen darf. Ja, darf ich. Weil ich glaube, hier brauche ich noch keine Rastvorräte. Hier können wir nämlich jagen gehen, genau. 28 Rastvorräte habe ich. Das bedeutet, wir können drin bis zu 5 mal rasten. 6, 5, 18, 24. Nee, wir können bis zu 4 mal rasten. Ja, Kopfrechnen und ich, wir sind keine großen Freunde. Das ist einfach so. Wahrscheinlichkeit eines Angriffs gesunken. Wer soll uns denn hier bitte angreifen? Kann mir das mal jemand erklären? Oh. In der schwärzesten Stunde der Nacht schreckt die Generalin mit einer schmerzenden Trägheit aus dem Schlaf. Die Dunkelheit ist derart undurchdringlich, dass sie die eigene Hand vor Augen nicht sehen kann. Es herrscht absolute Stille. Sie kann nicht einmal das Atmen ihrer Gefährten hören. Dann plötzlich irgendwo von rechts. Nein, da war nichts. Oder doch? Allerdings von links. Und oben, aus allen Richtungen. Ein Rascheln, ein Rascheln, ein Rascheln. Wir horchen erstmal. Plötzlich erklingt das Geräusch aus allen Richtungen, sanft, widerwärtig, unerträglich. Es hat eine Legion von Grabwürmern erweckt, die sich nun über den Stein schlängeln. Bitte mal versuchen aufzuwachen. Die Finger der Generalin bohren, berühren den kalten Stein. Sie versucht sich aufzurichten, doch die Decke ist zu niedrig. Sie besteht ebenso wie der Boden und die Wände, die sie in einer Armlänge Entfernung ertastet, aus kaltem Stein. Ein Rascheln, ein Rascheln und dann die Erkenntnis, sie liegt in einem steinernen Grab und die Dunkelheit ist nicht die Nacht, es ist die Schwärze des Grabes. Gegen den Deckel des Sarges drücken. Die Generalin versucht mit ganzer Kraft gegen den Deckel des Sarges zu drücken, kann aber die Arme nicht kontrollieren. Ihre Hände tasten unkontrollierbar nach ihren Augen, zuerst mit einem seltsam forschenden Interesse, ein sanfter Druck, dann stärker, schließlich die Nägel. Die Generalin hört sich selbst schreien. Magie! Schießt es ihr durch den Kopf. Das ist ein magischer Albtraum, der von der Magie Abadons beseelt ist. Sie muss nur aufwachen, dann ist all das vorbei. Aufwachen. Abaddon? Hat das was mit Cephal zu tun? Was für eine widerliche Nacht. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt derart schreckliche Albträume hatte. Mhm. Oh nein, es regnet auch noch. Jetzt kommt noch wahrscheinlich noch ein Gewitter. Das würde super passen. Wer steht denn da? General, ihr scheint nicht viel geschlafen zu haben. Das ist Kierdi. Guten Tag, Baron. Sir Cephal hat mich gestern mit einem Verständigungszauber gerufen. Ich nehme an, als ihr euer Lager aufgeschlagen habt. Er bat mich, Verstärkung und Vorräte aus Warnburg zu holen. Ich kam so schnell, wie ich konnte. Cephal, umsichtig wie eh und je. Gute Arbeit. Kierdi, wie ist die Lage in Warnburg? Alles scheint ruhig zu sein, Baron. Die Schar hält Wache. Niemand macht irgendwelchen Ärger. Keine Anzeichen von Zyklopen, aber es ist irgendwie schwül. Ich wünschte, ich könnte es besser erklären. Es würde sich über der Stadt ein Sturm zusammenbrauen. Ihr solltet zurückkommen. Warnburg braucht euch. Genau deshalb sind wir hier, um die Stadt zu schützen. Alles ist bestens, Kierdi. Wartet hier auf uns. Valaria und Cephal werden einen Blick auf eure Vorräte werfen. Gut möglich, dass wir für die Expedition in das Grab etwas davon brauchen. Was habt ihr über die Stadt gesagt? Was meint ihr mit schwül? Könnte ich es besser erklären, würde ich es tun. Es ist ungut dort, als würde bald etwas passieren. Ich habe mit einigen Leuten gesprochen. Viele haben ständig denselben Albtraum. Albtraum, sie träumen, dass ihnen jemand die Augen ausreißt. Lustig, oder? Na, absolut nicht lustig. Was macht denn Villas? Der lungert in der Taverne rum und schreibt und schreibt und schreibt tagelang. Er war zuletzt noch seltsamer als sonst, bleich wie ein Geist, dunkle Ringe unter den Augen, als hätte er seit Tagen nicht geschlafen. Ja, zeig mir mal die Vorräte. Dann kann ich hier zumindest den ganzen Schund loswerden, den ich dabei habe. Ach, hier, sortieren. Typ, Gewicht in aufsteigender Reihenfolge, sehr schön. Wech, 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 wech. Genauso mit den Waffen. Wech, 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 wech. Alles, was nicht magisch ist, kommt eiskalt weg. Und ich glaube, den Stoßdolch, wobei den können wir eventuell nochmal 3 bis 11, inklusive Säureschaden. Das ist gar nicht mal, aber Stoßdolch halt, nicht Dolch, ne? Das müssen wir uns vor Augen halten. Die Dinger behalte ich mal.
Das hier behalte ich auch mal und nehme ich mal mit. Das hier kann man auch für Zauber verwenden. Tja, und hier haben wir Rastvorräte, 28 Stück. Ein paar Kartoffeln und so weiter haben wir auch noch. Einen Brief mit Drohungen, ja, den können wir mal behalten. Habe ich denn noch irgendwas, was ich mitnehmen könnte? Einen Wir haben jetzt 36.000, 4.000 bekommen wir noch. Einen aufflammenden Dolch wäre doch zum Beispiel was für Mega, oder? Aufflammender Langbogen. 3 Stück hat er davon. Ich würde gerne tatsächlich ein bisschen... Beidhändiges Kukri, aufflammendes Kurzschwert, Blitzlangschwert. 3, zack, Kompositbogen. Ja, da habe ich keine... Ja, keine Profession drin in dem Blitzlangbogen. Flammenbardike, gekrümmte Elfenklinge. Hm, nett, aber... Kurzbogen, leichter Blitzstreitkolben, nee. Blitzdoppelaxt, schwere Armbrust, Blitz. Nee, das ist alles nicht, was ich brauche. Ich brauche Dolche im Zweifel und natürlich auch Langschwerter für die gute Elzeien. Turmschild, damit kann sie leider nicht umgehen. Das ist ein bisschen doof. Eine Ritterrüstung hat sie schon. Kettenpanzer plus 2, Ritterrüstung plus 2 hat sie, glaube ich, an. Bin mir gerade gar nicht so sicher. Theoretisch könnte ich hier große Konstitution, Riesenstärke, unglaubliche Geschicklichkeit. Müsste mal gerade gucken... Ja, aber der ist halt sauteuer mit 16.000, das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Ob wir das machen sollten. Der kleine nimmervolle Beutel, Rastvorräte und Rationen hat sie zum Not auch. Ja, warte, erstmal gucken wir jetzt mal wegen einem Bogen. Aufflammender Langbogen. Sie hat aktuell einen Langbogen plus 1, das heißt, den würde ich ihr gerne zur Verfügung stellen. Dann können wir das Ding nämlich verkaufen. So, den Dolch plus 1 können wir auch verkaufen. Den Stoßdolch, da weiß ich noch nicht. Sie hat ein Langschwert plus 1, das heißt theoretisch Blitzlangschwert plus 1. Das wäre auch eine Möglichkeit. Dann hat sie nämlich auch eine Elementarwaffe. So, dann kommt das weg. Sie hat aktuell einen Blitzdolch und einen normalen Dolch. Er bräuchte noch einen Bogen. Jetzt wird es aber schon ein bisschen kritisch mit dem Geld, das wir haben. Bogen, 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 Bogen. Bogen, Bogen. Bogen, Bogen. Kriegshammer leichter. Nee, nee, nee. Scharfes Duellschwert, schwere Armbrust. Ich glaube, andere Bögen gab es jetzt hier gerade gar nicht, bis auf den Kompositlangbogen. Was hatten Sie eigentlich für eine Rüstung an? Sie hat eine Ritterrüstung plus 1. Das theoretisch wäre eine Ritterrüstung plus 2 durchaus machbar. Ja, wobei das auch so in Ordnung ist. Sie hat aktuell eine Lederrüstung plus 1, 6 Maximalgeschicklichkeit. Kann ich da vielleicht noch irgendwas, wobei sie ist ja gar nicht vorne. Sie ist vorne. Sie hat die Fellrüstung plus 2 und er ist vorne. Er hat, da bräuchte ich was Besseres. Was können wir ihm denn angedeihen lassen? Ein Kettenhemd plus 2, 4 Maximalgeschicklichkeit, minus 1 Rüstungsmalus, wäre eine Möglichkeit. Lederrüstung plus 2, 4, 6. Theoretisch würde ich das Kettenhemd plus 2 auswählen oder den Waffenrock? Nee, der ist schlecht. Schutzring plus 2, auch nicht schlecht. Wir nehmen das Kettenhemd für ihn, oder? Ich glaube 4, wobei seine Maximalgeschicklichkeit ist, glaube ich, bei 5. Das wäre doof, wenn ich ihm das wegnehmen würde. Und das hat die gleiche Rüstungsklasse. Ja, super. Nee, dann lassen wir seine Rüstung mal so, wie sie ist. Meine Rüstung werden wir im Zweifel auch so lassen, wie sie ist. Weil bei 5 Geschicklichkeit wäre es doof, wenn ich ihr da was wegnehmen würde. 3, 4, 2, 6, 3, 8. Wäre schon schön. Aktuell hat sie eine Rüstungsklasse von 3. Aber ich finde hier auch keine Rüstung, die irgendwie 5 geben würde. Doch hier, das beschlagene Leder plus 2 wäre eine Möglichkeit. Könnte man machen. Wie sieht's denn hier aus? 4, sie könnte theoretisch auch eine Ritterrüstung tragen, ne? Als Freibeuterin, wobei das auch nicht wirklich zu ihrem Stil passt. Auch ein bisschen seltsam. Ach komm, wir lassen das so, wie es ist. Wir gucken nochmal nach Waffen. Was haben wir denn für unseren Mega-Waren, was er noch mitnehmen könnte? Er hat aktuell ein scharfes Kurzschwert und ein Kurzschwert. Kurzschwerte, aufflammendes Kurzschwert, könnte man doch... Kurzschwert plus 2, wow. Er kriegt ein aufflammendes Kurzschwert, dann kann er nämlich das hier loswerden. Dann hat er ein scharfes und ein aufflammendes. Und der Bogen, das hat man schon geguckt, sie hat den Blitzdolch und einen normalen Dolch. Haben wir denn noch irgendwas? Eis, 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 Flammen, Kampf, Knüppel, Kriegs, Kurzbogen, nee. Nee, ich glaube nicht. Säure, Sense, Säure, Kurzspeer, Säure ist alles nichts mit Dolchen. Schade. Dann bekommt sie vielleicht auch einfach nochmal einen aufflammenden Dolch. Auch eine Möglichkeit. Haben wir 2 davon. Oder? Ne, wir haben dann einen. Und der Dolch plus 1 kommt erstmal weg. So. Dann hat sie nämlich den Blitzdolch und den aufflammenden Dolch. Hat 2 von den Waffen. Sie hat das Blitzlangschwert.
Er hat noch hier sein aufflammendes Kurzschwert und Valaria hat ihren aufflammenden Langbogen. Würde theoretisch noch was für ihn fehlen, könnte man theoretisch auch den aufflammenden Langbogen nehmen. Und dann sind wir, glaube ich, unser Geld auch gut losgeworden. Sehr gut sogar. 33.000, ja, passt ja perfekt. Dann können wir nämlich, oh, der Säurestoßdolch. Ja, gucken wir mal, was wir damit machen können, sonst wird er später auch verkauft, aber gerade brauchen wir ihn ja nicht unbedingt. Gut, ich handle einfach mal. Ich habe mir vorgenommen, das Geld vielleicht auch einfach mal auszugeben. Und bevor wir uns jetzt in die Ruinen darunter wagen, weil ich habe so die Befürchtung, wir werden da so schnell nicht mehr rauskommen, ist es vielleicht auch ganz gut, dann einfach die entsprechende Ausrüstung dabei zu haben. So, aufflammender Langbogen. Schwupp. Jawohl. Und bei dir bitte auch. Schwupp. Und schon haben wir zweimal Feuerschaden. Ist das nicht schön? 3 bis 15 vorher, 1 bis 8 vorher, 3 bis 15 jetzt. Gefällt mir deutlich besser. Sie bekommt ihr auf... Nee, nicht das Kurzschwert, sondern das Blitzlangschwert. Mit 3 bis 15. Sie bekommt... Sie hatte den Dolch, ne? Den aufflammenden Dolch noch in die zweite Hand. Jetzt können wir noch gucken, ob wir denn... Das wäre 3 bis 11. Und hier hat sie auch 3 bis 11. Ach ja, das ist ja der Blitzdolch, ne? Dann können wir noch bei Mega gleich gucken, ob der eventuell noch den zweiten Dolch mit in die Hand nimmt. Hier haben wir das aufflammende Kurzschwert. Das käme jetzt hier hin. Aber er kämpft ja mit zwei Kurzschwertern. Das heißt, wir können den Dolch auch erstmal hier lassen. Gut, dann haben alle Elementarwaffen bekommen. Ich bin sehr zufrieden damit. Habe jetzt mein ganzes Geld auch auf den Kopf gehauen, so wie es sein soll. Neue Leute müssen wir nicht mitnehmen. Die Formation ist einwandfrei. Das bedeutet für uns, wir können im Prinzip starten. Es war Zeit, das Blutvergießen zwischen uns und den Zweibeinern zu beenden. Ich freue mich, diesen Tag zu erleben. Die Tore öffnen. Und Zephyr, hat eure Magie funktioniert? Sieht nicht so aus, als hätte sie etwas geändert. Ja, die Tore werden sich jeden Moment öffnen. Haltet euch bereit. Haltet eure Waffen und Zauber bereit. Wir wissen nicht, was uns da drin erwartet. Ja, Baron, die Dunkelheit erwartet uns. Wir sind bereit. Hat es wirklich begonnen? Als dann, Thorax segne euch auf alle euren Wegen. Bis dann. Kiadis Worte werden von einem dumpfen Dröhnen übertönt. Die Türen des alten Gewölbes schwingen langsam auf, als würde eine riesige Kreatur ihr Maul öffnen. Der Weg vor euch ist frei. Auf hinein. Ich bin ein bisschen nervös, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Ich bin ein bisschen nervös, weil ich vermute hier wirklich eine riesige Katakombe. Oh Gott. Alles abgeschlossen. Das Einzige ist jetzt hier, Megawarns Gruppe ist auf ihre möglicherweise letzte Expedition aufgebrochen und die Recken werden erst umkehren, wenn sie Antworten auf ihre Fragen gefunden haben. Weder tote Zyklopen noch irgendwelche anderen Gefahren werden die Gruppe aufhalten. Vorwärts. Ja, die möglicherweise letzte Expedition. Eine merkwürdige Magie durch... Aha, verstehe. Die Meister dieses Ortes können hier Teleportationszauber wirken, aber nicht die Gäste. Seid vorsichtig. Also die dürfen sich hin und her teleportieren, wir nicht. Wie groß ist die Karte? Die Karte ist riesig. Das freut mich. Das freut mich ungemein. Oh Gott. Guck mal, die Zentauren. Die sind jetzt auf unserer Seite und ich glaube, wenn wir schnellstmöglich eingreifen, können wir sogar ein paar von ihnen retten. Jawohl. Der Zyklopenkörper verschwindet wie ein Geist. Cephal runzelt die Stirn und flüstert einen Zauber, während er sich vorsichtig umsieht. Ich kann nicht glauben. Was soll das? Wohin ist er gegangen? Cephal, was könnt ihr uns dazu sagen? Hier war kein Zyklop. Wir haben gegen eine Illusion gekämpft. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Konnte der Schöpfer des Grabes sich keine echten Zombie-Wachen leisten und hat deshalb Illusionen aufgestellt? Ich dachte immer, die alten Zyklopen wären reich gewesen. Möglich. Aber in dem Fall hat er nicht nur an den Wachen gespart. Der Magier berührt die Wandverzeihung und seine Hand gleitet widerstandsfrei durch den Stein. Diese Wände sind lediglich Dekoration. Dahinter befinden sich gewöhnliche Ziegelmauern. Auch sehr alt, aber viel jünger als die Zyklopen. Wir sind von Illusionen umgeben. Hat man uns hier in quasi eine falsche Fährte gelegt? Ja, deswegen ja. Wir wissen ja schon, dass das Grab
an einer ganz anderen Stelle gewesen ist als hier, wo die Zyklopen gewacht haben. Ich vermute mal, die haben hier einfach, wie es die alten Ägypter zum Teil ja auch getan haben, ein Sekundärgrab errichtet, das man plündern oder ausrauben kann, das aber im Endeffekt gar nicht das wirkliche Grab ist. Denkt ihr etwa, das ist gar kein Zyklopengrab? Ich denke, dass ich keine Ahnung habe, was das hier ist. Wir müssen vorsichtig sein, wer weiß, was sich hinter den Illusionen noch alles verbirgt. Ihr habt völlig recht. Haben das alle gehört? Haltet die Augen offen. Was immer das alles bedeutet, wir können nicht mehr zurück. Dieses Gewölbe könnte noch geheimnisvoller sein als vermutet, aber wir werden alle seine Rätsel lösen. Vorwärts. Oh ja, immer weiter vorwärts. Unmöglich, das muss eine Zyklopenfinte sein? Lasst uns vorrücken und diese Teufelei entzaubern. Bin ich auch dafür, sie sollten aber nicht zu weit vorrücken, ehrlich gesagt. Das sieht schon skurril aus hier. Ich wollte gucken, was da oben ist, bevor wir in den Kampf gestürzt sind. Da war nämlich noch was von diesem... Hier scheint auch irgendwas magisch zu sein. Aber man kommt nicht durch. Na gut, akzeptiere ich dann auch. Oder hat man hier tatsächlich einfach eine... Oder haben die Zyklopenfürsten hier eine Falle gebaut, wo Leute dann reinkommen, wo sie nie wieder rauskommen? Aber diese Betten sind nicht für Zyklopen gedacht. Das sind keine Zyklopenbetten, das ist kein Zyklopenkamin. Kann mir keiner erzählen. Ach komm, alles einsammeln. Da. Das hat... Oh, warte mal kurz. So, das hat mit Zyklopen überhaupt nichts zu tun. Das ist eine humanoide Rüstung, also eine menschliche Rüstung. Hier auch. Da, diese Wappen. The path is clear. Wo genau sind wir hier? Also, wo ist jetzt dieser Zyklopenkönig? Da drüben vielleicht? Oder genau hier? Oder vielleicht existiert er gar nicht? Ihr täuscht mich nicht. Hinfort mit euch! Oh nein. Oh nein. Ihr täuscht mich nicht. Hinfort mit euch, sagte sie nur wenige Augenblicke, bevor ich sie erneut täuschte. Oh, diese Sterblichen. Es ist ein Smolderburn! Gut, dass ich Elementarwaffen mitgenommen habe. Das wird doch jetzt hier kein Teleportspielchen. Das sieht mir aber alles sehr nach menschlichem Königreich aus. Weil guck mal hier, diese Löwenstatuen und der Kronleuchter und irgendwas ganz Skurriles geht hier vor sich. Das ist auf jeden Fall kein Zyklopen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich habe eine Ahnung, was... Was? Anku? Was ist das? Das ist ein Dämon. Ein ausgehungertes Monster verschlingt dich mit seinem feurigen Blick. Und da liegt noch jemand drin. Aber der wurde offensichtlich hier eingesperrt. Die Frage ist, wie lange ist er denn schon hier eingesperrt? Oh je. Und ich sehe viele Teleporter, die uns wahrscheinlich an alle möglichen Ecken... Hund? Wo kommst du denn her? Der läuft aber auch nicht normalerweise hier rum, oder? Ich sehe viele Teleporter, die uns wahrscheinlich an ganz viele Ecken dieses riesigen Dungeons teleportieren. Oha. Aha. Das sieht mir eher aus, aber das sieht aus wie ein Golem. Ein Eisengolem und mehrere Tote. Initiiere Befehl, schützen. Ja, die Pfeile prallen leider an dem ab, wie nichts Gutes. Weil der halt auch so eine Rüstung hat, aber naja, gut. Der geballten Macht kann er dann doch nichts entgegensetzen, aber wieso haben sie denn einen Eisengolem hier drin? Und vor allen Dingen, wer hat denn hier gelegen? Oder wer liegt denn hier rum? Ich möchte Bücher finden. Ich möchte auf der Stelle Bücher finden, die mir erklären, was hier los ist. Ist denn hier an der Seite? Ne, hier kann nicht so eine Geheimwand gewesen sein. Ich vermute... Ah, hier oben, warte mal. Das müsste ja dann auch so ein Zyklopenheim, Quatsch, nicht Zyklopenheim, so ein Golemheim gewesen sein. Und hier kommt man anscheinend nicht wirklich durch. Sondern da muss man wahrscheinlich erst den Dämon hier besiegen, weil die Felder sehen ziemlich gleich aus. Da kann man irgendwas drücken. Wir können diese Barriere nicht bannen. Wir müssen einen Weg finden, sie zu deaktivieren. Ich schlage vor, an den Portalen zu suchen. Sie haben fraglos eine gemeinsame Energiequelle.
Ohne jeden Zweifel. Ist denn hier auch was zum Drücken oder nur da oben war was zum Drücken, ne? Eieieiei, okay, ich bin mutig. Gedrückt. Und jetzt kann ich hier das Portal benutzen, fürchte ich. Fürchte ich vor allen Dingen. Wie zu... Oh, wo sind wir denn hier gelandet? Oh, das erinnert mich gerade ganz düster an die Blüte. Wie zu vermuten war, wir kommen wahrscheinlich... Oh Gott. Das wird ein einziges Hin und Her teleportieren. Gürtel. Was denn für ein Gürtel? Direkt mal nachgucken. Hier, Gürtel. Unglaubliche Geschicklichkeit plus 4. Und dann kann er jetzt den mit der Geschicklichkeit plus 2 bekommen. Sehr schön. Hat sich schon gelohnt, hier hinzukommen. So, und da haben wir ein Buch, das hoffentlich ein bisschen mehr Aufschluss darüber gibt. Das sieht so ein bisschen aus wie ein alchemistisches Forschungslabor. Und hier scheint dann alles zugewachsen zu sein. Da müsste der Weg dann weitergehen. Oh ja, wir werden hier sehr viel zu erkunden haben und ich bin sehr gespannt, das zu tun. Das machen wir natürlich in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und ich sage einfach mal, bis gleich. Tschüss. Was haben Sie denn da? Der Einsatz des Dimensionstürzaubers hat in diesem Gewölbe unvorhersehbare Folgen. Na super, großartig. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.